Das sind unsere LTV-Themen am Donnerstag. Der Cottbusser Arbeitsmarkt im Monat November. Hänsel und Gretel neu in Szene gesetzt. Und Cottbus-Verkehr im Jahresrückblick. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Tag der offenen Tür. Alles über Ihr neues Heim. An diesem Samstag um 14 Uhr in Cottbus im neuen Stadthaus Gartenstraße 14G. Extra 3. So geht Bauen heute. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe von LTV aktuell. Die Ströbitzer Hauptstraße ist nach 1,5 Jahren wieder freigegeben. Nicht nur die Fahrbahn, sondern auch die Gehwege, die Straßenbeleuchtung und die Regenentwässerung wurden auf einer Länge von 1200 Metern neu gestaltet. Der Straßenausbau wurde aus Eigenmitteln der Stadt Cottbus finanziert und kostete insgesamt 2 Millionen Euro. Realisiert wurde das Ganze durch hier ansässige Firmen. Die Bauplanungsgesellschaft MBH Cottbus plante und begleitete den Bau. Ausgeführt wurde er durch die Strabag AG. Wie sieht es momentan auf dem Cottbuser Arbeitsmarkt aus? Damit beschäftigt sich unser erster Filmbericht. Wie schon fast zu erwarten, ist die Arbeitslosigkeit saisonbedingt gestiegen. Das geht aus den heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen für den Monat November der Agentur für Arbeit Cottbus hervor. Dennoch gibt es eine positive Entwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkt gesunken. Im Agenturbereich sind zurzeit rund 33.000 Menschen ohne Job. Wir haben wie immer einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit von Oktober auf November. Das ist in den letzten Jahren immer so gewesen. Im November ist es gewöhnlich auch ein bisschen kühler als im Oktober. Wir sind eine Flächenagentur, die natürlich auch von Saisonbeschäftigung mitgeprägt ist. Das ist ganz normal. Dennoch ist die Arbeitslosenquote im November die niedrigste seit 1991. Das heißt, über die Jahre geht die Entwicklung in eine positive Richtung. 900 Freistellen sind derzeit verfügbar. Vor allem in den Bereichen Metallbau, Schweißen und im Gesundheitswesen werden dringend Mitarbeiter benötigt. Arbeitssuchende, die immer noch nicht in eine Beschäftigung zurückgefunden haben, können auf Unterstützung seitens der Agentur für Arbeit zählen. Wir setzen auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Wir setzen auf Überzeugung der Arbeitgeber. Wir setzen auf Weiterbildung, wir setzen auf Nachholen von Schulabschlüssen, insbesondere bei den jüngeren Langzeitarbeitslosen, die es leider auch gibt. Und wir setzen auf Aktivierungsmaßnahmen, um den einen oder anderen davon zu überzeugen, sich noch stärker dem Thema Arbeit zu widmen. Es gibt nicht einen Grund für Langzeitarbeitslosigkeit, es gibt einen ganzen Strauß von Gründen und wir versuchen dagegen anzuarbeiten. Sollten auch Sie betroffen sein, die Mitarbeiter der Agentur helfen Ihnen zu jeder Zeit in individuellen Gesprächen. Die Agentur für Arbeit Cottbus teilt weiterhin mit, dass sie wegen einer Mitgliederversammlung am kommenden Mittwoch, den 4. Dezember, geschlossen ist. Das betrifft auch alle dazugehörigen Geschäftsstellen, unter anderem in Forst, Spremberg und Senftenberg. Für Kunden, die die Agentur aufgrund der Schließung erst einen Tag später aufsuchen können, ergeben sich aber keine leistungsrechtlichen Nachteile. Für Rückfragen rufen Sie bitte die kostenlose Service-Hotline 0800 44 x 500 an. Wenn auch die Agentur für Arbeit einen Tag geschlossen bleibt, so werden doch gerade in der Vorweihnachtszeit viele Geschäfte zusätzlich ihre Öffnungszeiten erweitern. Eine detaillierte Übersicht, wo man in Südbrandenburg an den Adventssonntagen zum Beispiel einkaufen gehen kann, finden Sie bei der IHK Cottbus. Auf www.cottbus.ihk.de sehen Sie ebenfalls, in welchen Orten es überall einen Weihnachtsmarkt gibt. Schauen Sie mal rein, Sie werden überrascht sein. Und wir bleiben noch bei der IHK. Die Energiewende vor Ort soll vorangebracht werden und dafür legt Brandenburg für das kommende Jahr ein eigenes Energiespeicherprogramm auf. Darüber informierte Brandenburgs Wirtschaftsminister Ralf Christoffers auf der gestrigen Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer. Der Politiker betont weiterhin, dass die intensive Energiewende in Deutschland steigende Strompreise zur Folge haben wird. Daher macht er der sich formierenden Koalition in Berlin einen wirtschaftlich wichtigen Vorschlag. Wir sollten die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß absenken. Das ist ein Entlastungsvolumen je nach Rechnung zwischen 4 und 6 Milliarden Euro bundesweit, sowohl für den privaten Verbraucher als auch für die Industrie.
das auf ein Jahr begrenzen und innerhalb dieses einen Jahres nicht nur das EEG reformieren, das ist doch nur ein Teil der Wahrheit, sondern auch beispielsweise die KWK-Novelle anfassen, das Energiewirtschaftsgesetz anfassen, um hier ordnungs- und strukturpolitisch Sicherheit reinzubringen. Was ist denn in den nächsten Jahren, sogar Jahrzehnten in diesem Bereich zu erwarten und wie bringen wir eine Situation in eine Austarierung, wo wir einerseits weltweit davon ausgehen müssen, dass beispielsweise Wettbewerber wie die USA ihre Energiepreise senken und sich zum Teil auch in Grundstoffindustrie reindustrialisieren und wir andererseits in Deutschland eine Situation haben, dass die Energiepreise ausgesprochen hoch sind. Der Wirtschaftsminister will mit der Stromsteuersenkung die Wettbewerbschancen für Deutschland national und international erhalten, sodass die Energiewende nicht zur Investitionsbremse wird. In Zukunft wird das Hauptaugenmerk auf dem Ausgleich von regionalen Strukturschwächen in Ost und West liegen. Darum wird das Land Brandenburg 840 Millionen Euro in der EU-Förderperiode bis 2020 für Forschung und somit neue Technologien für die CO2-Minimierung und zur Eigenkapitalstärkung der Betriebe verwenden. Doch nicht nur die Planung für eine gelungene Energiewende braucht Unterstützung. Dr. Wolfgang Krüger, Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, sieht vor allem beim Thema Fachkräftemangel Hilfebedarf. Wir können zunächst einmal die Probleme beschreiben und wir können versuchen, den Unternehmen in dahingehend zu helfen, dass wir ihnen Empfehlungen geben, was sie tun sollen. Am Ende bleibt es aber immer noch eine eigene unternehmerische Entscheidung. Wir können versuchen, auf die Landesregierung einzuwirken, die politischen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass den Unternehmen geholfen wird. Um den Unternehmen zu helfen, setzt die IHK auf eine schulische Früherkennung. Das heißt, Schüler sollen schon so zeitig wie möglich ihren beruflichen Weg finden. Fazit des Abends: Mehr Fachkräfte und ein eigenes Energiespeicherprogramm. Das Jahr 2014 wird spannend für die Unternehmen der Industrie- und Handelskammer Cottbus. Schon am Montag geht es bei der IHK mit einer Veranstaltung zum Thema Perspektiven der Südbrandenburger Tourismusregion Spreewald und Dahme-Seenland weiter. Wie kann unsere Region für Urlauber attraktiv gemacht und vor allem vermarktet werden? Darum geht es ab 9.30 Uhr im Landhotel in Krausnick. Ja, und obwohl wir alle den Spreewald lieben, zieht es uns dennoch ab und zu in die Ferne. Das ist wohl ganz normal. Wir wollen ja schließlich immer das, was wir nicht haben, oder? Trist, grau und ungemütlich. Das aktuelle Wetter ist einfach nur zum Verreisen. Wie viele Cottbusser sehnt sich auch Anna-Sophie nach Sonne, Strand und Meer. Ich möchte gern verreisen, weil es immer kälter wird und der Winter gleich vor der Tür steht. Und deshalb möchte ich unbedingt ins Warme fliegen, um mich auch von der harten Arbeit zu erholen. Doch einfach mal so in den Flieger steigen ist leichter gesagt als getan. Zunächst muss ja auch erst einmal das richtige Reiseziel gefunden werden. Anna-Sophie versucht es deswegen mit der klassischen Version, den Gang ins Reisebüro. Bei Last-Minute-Tours in der Berliner Straße berät Stefan Schmidt seit über 20 Jahren die Urlaubsreifen über die neuesten Trends und Reiseziele. Er weiß genau, welche Urlaubsländer im kommenden Jahr angesagt sind. Man kann sagen, dass es bei den Reisewünschen unserer Gäste keine sensationellen neuen Trends gibt. Nach wie vor die Balearen sehr groß im Kurs, die Kanaren sehr groß im Kurs. Es ist sehr groß im Kurs auch die italienische Südküste mit Kalabrien, Sizilien, Sardinien. Und auch die griechischen Inseln sind wieder im Kommen, sodass die griechischen Inseln, Korfu vor allen Dingen, aber auch Rhodos, Kos, auch die kleineren Inseln wieder sehr, sehr nachgefragt sind. Nach wie vor das beliebteste Reiseziel ist Deutschland. Doch die Fernreisen nach Asien, Australien, in die USA und in die Karibik sowie Kreuzfahrten sind in der neuen Saison 2014 stark nachgefragt. Aber auch eine Reise in die vermeintlichen Krisengebiete ist möglich. Ich kann sagen, dass für Touristen weder in Ägypten noch in Tunesien und schon gar nicht auf einer griechischen Insel zu irgendeinem Zeitpunkt Gefahr bestand. Denn die Urlauberzentren Hurghada, Sharm el-Sheikh, die liegen hunderte Kilometer von den Unruheplätzen entfernt. Und wir haben E-Mails, Fax von Hoteliers aus Ägypten bekommen, die uns mitteilt, schickt uns eure Gäste, schickt uns eure Touristen, sie sind sicher, sie werden hier betreut wie die Könige. Wir werden alles dafür tun, dass sie einen wunderschönen Urlaub haben. Die Kataloge für die Saison 2014 sind gerade frisch eingetroffen. Wenn auch Sie Ihren Traumurlaub für das nächste Jahr buchen möchten, Stefan Schmidt hilft Ihnen im Last-Minute-Tours-Reisebüro bei der Suche nach dem passenden Reiseziel.
Ich habe mich für ein Reiseziel entschieden. Ich wurde sehr gut beraten und jetzt freue ich mich auf meinen Urlaub. Ein guter Anlaufpunkt für all diejenigen, die demnächst für längere Zeit verreisen möchten und Wert auf eine persönliche Beratung legen. Wer aber keine Zeit hat, wegzufliegen, für den bietet sich vielleicht dieser kurze Ausflug ins Märchenland an. Was soll nur aus uns werden? Ein Mann und seine Frau sind verzweifelt. Alles wird immer teurer, das Geld reicht vorn und hinten nicht. Dabei müssen sie nicht nur sich selbst versorgen, sondern auch ihre beiden Kinder, Hänsel und Gretel. Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen. Dorthin, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Die Geschichte kennt wohl jeder. Die Ursprünge von Hänsel und Gretel lassen sich bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen. 1812 wurde das Märchen aber erstmals veröffentlicht. Damals in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Frei nach dieser Version inszeniert Regisseur Reinhard Rogler das Stück nun im Piccolo-Theater. Dabei stehen aber nicht nur die Titelfiguren im Mittelpunkt. Und schlafe ruhig ein. Ich werde schon Rat schaffen. Um etwas Neues an dem Märchen zu entdecken, musste ich in der Geschichte ganz weit zurückgehen. Ich habe also sehr weit zurückliegende Textfassungen gelesen dazu. Und dann kommt man natürlich darauf, dass die Rolle der Mutter dort eine Schlüsselrolle in dem Stück spielt. Schwacher Vater, starke Mutter und der Kampf einer Familie ums Überleben. Und das war schon ein Reiz, das auf die Bühne zu bringen. Gretel, fett oder mager? Morgen will ich ihn schlachten. Na los, mach schon! Das Märchen zeigt, wie Kinder mit Krisensituationen umgehen können und daran wachsen. Es ist geeignet für jeden ab 5 Jahren. In diesem Jahr ist es zudem die Weihnachtsinszenierung des Piccolo. Bis Heiligabend wird es mehr als 20 Vorstellungen geben. So wären wir doch zusammengestorben! Spar dir dein Geplärre! Es hilft dir alles nichts. Bis morgen, Gretel. Die Premiere vom Weihnachtsstück Hänsel und Gretel findet am 1. Dezember um 15 Uhr im Piccolo-Theater statt. Ab sofort können Sie Eintrittskarten unter Cottbus 23687 oder info@piccolo-cottbus.de vorbestellen. Wir haben an dieser Stelle 2 Polizeimeldungen für Sie. Heute Morgen fuhren im Bereich einer Bushaltestelle an der Zuschka ein Bus und ein Pkw zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden beträgt etwa 4.000 Euro. Ebenfalls heute früh um 7.30 Uhr stieß ein Radfahrer gegen ein Auto. Der Unfall ereignete sich im Bereich Bahnhofstraße-Schwanstraße. Auch hier blieben alle unverletzt und es gab nur Sachschaden. Wie so oft passierte das Ganze aus Unachtsamkeit. Manchmal ist es einfach besser, wenn man sich fahren lässt. Im April 2013 wurde das neue barrierefreie Kundenzentrum in der Stadtpromenade eröffnet. Im modernen und kundenfreundlichen Ambiente informieren Sie die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das umfangreiche Fahrausweissortiment, den Ticketerwerb oder beantworten Ihnen Fragen rund um das Thema Bus und Bahn. Nach einer 7-monatigen Bauphase wurde Anfang Juni die Umsteigeanlage am Gelsenkirchner Platz eingeweiht. Ziel der gemeinsamen Baumaßnahme der Stadt Cottbus und Cottbusverkehr war es, die Umsteigesituation zwischen Straßenbahn und Bus zu verbessern. Neben barrierefreien Straßenbahn- und Bussteigen sind die einzelnen Haltestellen nun mit kurzen Umsteigewegen verbunden. Darüber hinaus wurde ein Busfahrstreifen angelegt. Die Lichtsignalanlage und die Gehwege am Knotenpunkt Gelsenkirchner Platz wurden im Zuge der Baumaßnahme angepasst. Täglich profitieren nun rund 1.000 Fahrgäste von der neuen Umsteigeanlage.
Ein Höhepunkt der besonderen Art war das große Jubiläumsfest 110 Jahre Straßenbahn, welches Cottbus Verkehr bei strahlendem Sommerwetter gemeinsam mit rund 10.000 Besuchern auf dem Betriebshof gefeiert hat. Passend zum Thema wurde ein buntes Programm mit vielen Aktivitäten gestaltet. Vor allem die spannende Podiumsdiskussion zur Zukunft der Straßenbahn, die Helikopterrundflüge, die Möglichkeit, einmal selbst Straßenbahn zu fahren und der Besuch des Sandmännchens waren die beliebtesten Anziehungspunkte des großen Festes. Warte, ich krieg das nicht. Ebenfalls zu den größeren Projekten zählt zweifelsohne die Fertigstellung der umfangreichen Gleisbauarbeiten in der Stadtpromenade. In nur 6 Wochen Bauzeit wurde das bisherige Querschwellengleis auf Betontragplatten umgebaut, der Deckenschluss auf dem 155 Meter langen Abschnitt erneuert und die Fahrbahn fest mit Asphalt eingedeckt. Zudem wurden die Schienen ausgewechselt und zur Schall- bzw. Lärmreduzierung elastisch gelagert. Da die Bauarbeiten mit Einschränkungen im regulären Fahrbetrieb verbunden waren, bedankt sich Cottbus Verkehr noch einmal bei allen Fahrgästen für das entgegengebrachte Verständnis. Mit Wirkung vom 13. Dezember 2013 zum Fahrplanwechsel besteht die Möglichkeit, in Cottbus den Fahrschein auch über das Mobiltelefon zu erhalten. In Cottbus besteht die Möglichkeit über die Applikation bzw. über die Firma Touch & Travel. Das ist Touch & Travel. Das kleine Nickerchen, das Sie sich noch leisten können, da keine Zeit mehr für den Ticketkauf drauf geht. Die Bahn, die Ihnen nicht vor der Nase wegfährt, weil Sie überall bargeldlos hinkommen. Sie haben die Möglichkeit, über die Internetseite von Touch & Travel, www.touchandtravel.de, sich zu registrieren und dort die jeweilige Applikation für Ihr Telefon auch herunterzuladen. Um Touch & Travel nutzen zu können, müssen Sie registriert sein und müssen ein Mobiltelefon haben. Stadtweit an sämtlichen Haltestellen werden diese Kontaktpunkte angebracht, an denen Sie sich dann jeweils ein- bzw. ausbuchen können. Um den Fahrschein zu erhalten, müssen Sie sich vor Fahrtantritt an der Haltestelle, wo dieser Kontaktpunkt ist, einbuchen. Das können Sie über den NFC-Chip machen, über den QR-Code oder direkt über die Nummer, die darunter steht. Wenn Sie eingebucht sind, haben Sie einen gültigen Fahrschein. Dieser Fahrschein kann kontrolliert werden durch das Kontrollpersonal und berechtigt Sie zur Nutzung sämtlicher ÖPNV-Leistungen im Bereich VBB. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, sich zum Beispiel in Cottbus am Gelsenkirchener Platz in der Straßenbahn an der Haltestelle einzubuchen und von dort aus bis nach Berlin mit Ihrem Fahrschein zu fahren. Dieser wird direkt über Touch & Travel über Ihre Kontonummer abgebucht. Und es ist alles ganz einfach. Einmal registrieren, vor der Abfahrt anmelden, entspannt reisen, bei der Ankunft wieder abmelden und erst am Monatsende bezahlen. Wie jedes Jahr im Dezember findet auch zum Jahresende 2013 der alljährliche Fahrplanwechsel statt. Ab Sonntag, den 15. Dezember, gelten die neuen Fahrpläne, die Sie übrigens wie gewohnt im neuen Einsteiger, dem Journal von Cottbus Verkehr sowie rechtzeitig auch auf unserer Internetseite www.cottbusverkehr.de nachlesen können. Die Veränderungen im Stadtverkehr sind gering. So erfolgen bei den Straßenbahnlinien 1 bis 4 sowie der Buslinie 15 lediglich Anpassungen im Minutenbereich, um einen gesicherten Anschluss und ein komfortables Umsteigen zu ermöglichen. Im Regionalbusverkehr werden vor allem die Fahrzeiten der Linie 37 angepasst, sodass insbesondere Schülerinnen und Schüler aus dem Umland pünktlich zur Schule kommen können. Außerdem bedient die Linie 21 fortan zusätzlich die Haltestelle Peitz Alte Bahnhofstraße. Sämtliche Informationen über den veränderten Fahrbetrieb zu den Adventswochenenden, den Weihnachtsfeiertagen einschließlich Silvester sowie zum Ferienfahrplan finden Sie übrigens ebenfalls auf unserer Internetseite. Liebe Zuschauer, im nächsten Jahr erscheint Einsteiger TV quartalsweise. Die nächste Sendung erwartet Sie im März. Unter cottbusverkehr.de können Sie wie immer alle Folgen von Einsteiger TV noch einmal anschauen.
Das war sie schon fast wieder, unsere Donnerstagssendung. Bleiben Sie aber bitte noch bei uns. Gleich gibt es wie immer noch das aktuelle Cottbusser Wetter. Und in unserer Reihe Augenblick mal spricht heute Vikar Andreas Deckstrom zu Ihnen. LTV gibt es auch morgen wieder. Bis dahin alles Gute für Sie und einen schönen Abend. Tschüss. Großes erstes Adventsfamilien-Einkaufswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag im Möbelzentrum Großräschen vom 29. November bis 1. Dezember. Mit Spaß für die Kleinen beim Kinderschminken und Siemens Live-Cooking mit großer Weihnachtsbäckerei. Bratwurst, Getränke und Glühwein zu je einem Euro. Mit sensationellen Wochenendvorteilen. Je 1.000 Euro Einkaufswert bekommen Sie 300 Euro geschenkt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Achtung! Bei einem Küchenneukauf ab 3.999 Euro bekommen Sie den Geschirrspüler geschenkt. Am ersten Adventswochenende nutzen Sie unsere kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung Ihrer alten Möbel. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Stadtvilla mit 5 Eigentumswohnungen. Kommen Sie zum Tag der offenen Tür. An diesem Samstag um 14 Uhr. In Cottbus, Petersilienstraße 28. Isar Immobilien. Hallo? Ja, Hilfe! Mein Auto qualmt. Bitte schicken Sie mir ganz schnell den Abschleppdienst. Hallo? Haben Sie die Hose auch in der Größe 38? Oh, nee. Hallo? Ist da die Hotline? Ich bin auf der Suche nach meinem Internet. Schnelle Hilfe, Kundenberatung oder direkte Betreuung. Tag für Tag geben die Kundenbetreuer der Lausitzer Service Center ihr Bestes, um Ihnen zu helfen. Ob am Telefon, per SMS, via Mail oder auch in sozialen Netzwerken. Wir stehen für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit. Ihre Lausitzer Service Center. Service mit einem Lächeln. Das Wetter präsentiert Ihnen die Lagune, das Sport- und Freizeitbad in Cottbus. Der Donnerstag begann grau, trüb und nass. Das typische Novemberwetter blieb uns auch nahezu den ganzen Tag erhalten. Erst am Nachmittag lockerte der Himmel etwas auf. Die Temperaturen lagen bei milden 6 bis 9 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es bewölkt, aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1 Grad. Windig wird es kaum. Am Freitag gestaltet sich das Wetter ähnlich wie heute. Der Himmel bleibt grau und im Tagesverlauf gibt es auch wieder Regen. Die Anzeige im Thermometer kann bis auf 6 Grad klettern. Dazu bläst ein böiger Wind aus Südwest. Das Wetter präsentierte Ihnen die Lagune. Alle Angebote finden Sie unter lagune-cottbus.de. Augenblick mal. Ich freue mich. Denn es wird wieder Licht in unserer Stadt. Und das finde ich wunderbar. Warum wieder Licht wird in unserer Stadt? Weil die Adventszeit begonnen hat. Schon entdecke ich vereinzelte Lichter in den Fenstern, wenn ich abends unterwegs bin. Und es werden mehr Lichter, von Adventssonntag zu Adventssonntag. Bis schließlich an Heiligabend ganze Straßen hell erleuchtet sind. Überall ist Licht. Das finde ich wunderbar. Denn es wird schon früh dunkel und das viele Licht gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Es ist hell, ich sehe, wohin ich gehe und was auf mich zukommt. Dunkelheit macht mich unsicher, vor allem, wenn ich noch allein unterwegs bin. Da brauche ich die Lichter. Sie beruhigen mich, wecken Vertrauen. Dunkelheit macht das Leben schwer, wenn Menschen, die mir nahestehen, krank werden. Wenn Beziehungen oder Freundschaften zerbrechen, wenn ich mir Sorgen um meinen Job machen muss und vieles mehr. Dunkelheit macht das Leben wirklich schwer. Da brauche ich Lichter. Lichter,
die mir Orientierung geben, mir signalisieren, ich bin nicht auf mich allein gestellt, dass mir jemand ein Zeichen geben möchte, ein Zeichen der Verbundenheit, ein Zeichen der Hoffnung in meiner Dunkelheit. Ein solches Zeichen der Hoffnung ist das Kind in der Krippe, dessen Ankunft, Advent, erwarten viele Menschen, auch in diesem Jahr wieder. In diesem Kind sagt Gott zu mir, ich bin bei dir, an deiner Seite. Dieses Kind soll mein Licht für dich sein. Vertraue mir, auch wenn es dunkel wird, ich leuchte dir. Ich bin abends wieder unterwegs, es ist dunkel, aber in den Straßen leuchtet es, überall. Die Dunkelheit ist nicht verschwunden, aber ich weiß, wo ein Licht brennt, da ist jemand. Ich freue mich, denn es wird wieder Licht in unserer Stadt. Und das finde ich wunderbar. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Augenblick mal. Ein Restaurant der ganz besonderen Art. Essen vom heißen Stein. Mit frischen Zutaten aller Art, ob herzhaft oder süß, herrliche Köstlichkeiten selbst auf dem heißen Stein zubereiten und genießen. Oder am Platz leckere Varianten flambiert am Spieß ausprobieren. Ein besonderes Erlebnis für alle Sinne. Natürlich gibt es auch Spezialitäten à la carte. Im Steineck, Berliner Straße 1, Ecke Altmarkt. Reservierungen unter Cottbus 49 49 221. Achtung! Am 30. November Neueröffnung der Naturoase in der Fürst-Pückler-Passage. In der Naturoase befinden sich ein Bioladen mit gesunder, pestizidfreier Nahrung sowie ein Sauerstoffzentrum der besonderen Art. Gleichzusetzen mit einem Berghöhentraining in verschiedenen Sauerstoffkonzentrationen ist das Zellgym-Gesundheitskonzept eine universitäre Neuheit. Zur Stärkung des Immunsystems, Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, Gewichtsabnahme, Regeneration des gesamten Organismus sowie der Vitalität und dem Wohlbefinden. Fühlen Sie sich jünger und frischer mit den Angeboten der Naturoase. Ab dem 30. November in der Fürst-Pückler-Passage in Cottbus. Telefon Cottbus 49 49 221. 45.000 zauberhafte Weihnachtssterne warten auf ihren neuen Besitzer. Mit Liebe in der Gärtnerei von Floralia großgezogen. Weihnachtssterne gibt es in vielen Farben, Formen und Größen. Jetzt in allen Floristenfachgeschäften der Floralia und im Floralia Pflanzenzentrum Großgaglow. Besuchen Sie am 30. November die große Adventsausstellung im Floralia Pflanzencenter. Bei Plätzchen und Glühwein können Sie Ihr individuelles Weihnachtsgesteck aussuchen. Floralia, Ihr Partner für den grünen Bereich. Auch wenn erfolgreiche Karrieren schon in einer Garage begonnen haben, muss man ja nicht gleich so wohnen. Günstige Studentenwohnungen in Cottbus gibt es bei der EG Wohnen.